Zandra 1/4 Zeken sind eine effektive Lassung FA 1/4 erfielende ZA ne, aber was passiert nach dem Einfa 1/4 Gen einer Zandra 1/4 CKE und wie verläuft der Genesungsprozess? In diesem Video werden wir den Ablauf und die Schritte der Genesung nach einer Zandra 1/4 CKI genauer betrachten. 1. Die ersten Tage nach dem Eingriff. Nach dem Einfa 1/4 Gen einer Zandra 1/4 CKE kann die ersten Tage unangenehm sein. Es ist normal, dass der Kiefer und die umliegenden Weichteile geschwollen und empfindlich sind. In den ersten Tagen ist es wichtig, weiche Lebensmittel zu essen und den Mund vorsichtig zu reinigen, um die Heilung nicht zu beeinträchtigen. Schmerzmittel kann Ihnen helfen, Schmerzen und Beschwerden zu lindern. 2. Die Heilungsdauer. Die Heilungsdauer nach dem Einfa 1/4 Gen einer Zandra 1/4 CKI variiert je nach Patient und individuellen Umständen. In der Regel dauert es etwa 2 bis 3 Wochen, bis die Weichteile vollständig verheilt sind und die Zandra 1/4 CKI fest im Mund sitzt. Es ist wichtig, während der Heilungsphase regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt zu vereinbaren, um den Heilungsprozess zu A1/4 bewachen. 3. Pflege der Zandra 1/4 CKI. Um die Lebensdauer und Funktionalität der Zandra 1/4 CKI zu erhalten, ist eine gute Mundhygiene entscheidend. Es ist wichtig, die Zandra 1/4 CKI regelmäßig mit einer weichen Zahnbar 1/4 RSTE und Zahnseide zu reinigen, um Plaque und Bakterien zu entfernen. Darüber 1/4 BER hinaus kann Ihnen spezielle Mundspar 1/4-Lungen und Prothesenreiniger helfen, die Zandra 1/4 CKI sauber zu halten und unangenehmen Geruch zu vermeiden. 4. Langzeitfolgen und Komplikationen. Obwohl Zandra 1/4 Zeken eine effektive Lassung FA 1/4 erfielende ZA ne sind, kann in langfristige Komplikationen auftreten, wenn sie nicht ordnungsgemäß gepflegt werden. Zu den möglichen Komplikationen gehören Karies unter der Bra 1/4 CKI, Zahnfleischenzer 1/4 Endungen und Lockerung der Bra 1/4 CKI. Um diese Komplikationen zu vermeiden, ist es wichtig, regelmäßige Zahnarztbesuche wahrzunehmen und eine gute Mundhygiene beizubehalten. 5. Tipps FA 1/4 eher eine schnelle Genesung. Um eine schnelle Genesung nach dem Einfa 1/4 Gen einer Zandra 1/4 CKI zu FA ehren, sollten einige Tipps und Empfehlungen Bera 1/4 gesichtigt werden. Dazu gehören die Einhaltung einer weichen Diät in den ersten Tagen, das Vermeiden von harten und klebrigen Lebensmitteln, die regelmäßige Reinigung der Zandra 1/4 CKI und die Vermeidung von Rauchen und A1/4-bermäßigem Alkoholkonsum. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass der Genesungsprozess nach dem Einfa 1/4 Gen einer Zandra 1/4 CKI von verschiedenen Faktoren abhängig ist und individuell unterschiedlich verlaufen kann. Eine gute Mundhygiene und regelmäßige Zahnarztbesuche sind entscheidend, um langfristige Komplikationen zu vermeiden und die Lebensdauer der Zandra 1/4 CKI zu verlängern. Wenn Sie weitere Fragen zum Genesungsprozess nach einer Zandra 1/4 CKI haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.